Am 4. Februar 1919, also vor 90 Jahren, wurde die Räterepublik Bremen auf Befehl von Gustav Noske und Friedrich Ebert mit militärischer Gewalt niedergeschlagen. Jedes Jahr wird am Mahnmal auf dem Waller Friedhof der gefallenen Verteidiger gedacht. Sozialdemokraten haben sich nur selten daran beteiligt. Der 80-jährige Altbürgermeister Hans Koschnick, SPD, hielt in diesem Jahr eine eindringliche und bewegende Rede. Die teilweise schlechte Ton- und Bildqualität möge man entschuldigen. Das, was Sie bis dahin erleben mussten, durch eine neue Ordnung zu überwinden, eine Ordnung, die bedeuten sollte, dass die alten Herrschaften, die Machtverhältnisse von gestern, die, die das Kaiserreich getragen hatten, aus ihren Verantwortungen entfernt und eine neue mögliche Chance entstehen sollte, eine Ordnung zu schaffen, die sozial gerecht, freiheitlich und der breiten Masse zugutekommen sollte. In dem, was weg musste, war man sich einig. In dem, was neu kommen sollte, war man suchender. Nicht nur hier, wie auch in anderen Teilen der Welt, wo solche Stufen aufgemacht worden sind. Keine Theorie, keine konkrete Erfahrung, aber der Wille, es muss anders werden, es darf nicht so bleiben, wie es war. Waren die anderen der Meinung, ja, aber dann erst, wenn wir über die Redeposition heraus die Gesellschaft so umgestaltet haben, dass im Parlament nicht Unheil geschehen konnte. In dieser Auseinandersetzung Nationalversammlung waren Parlament oder erst einmal Redemöglichkeiten in Deutschland, aber hier auch in Bremen, um von daher neu zu bestimmen, was morgen kommen wird, entstand der erste große Streit. Der zweite Streit war, genügt es, das wieder aufzugreifen, was vor dem Kriege war? Wir brauchen erst neue Parlamentarisierung, wir brauchen die Abschaffung des Achtklassenwahlrechts, wir brauchen die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts, wir brauchen freie Wahlen für alle, auch für Frauen. Aber ein Schutzrecht sein, sollte endlich das passieren, worüber man jahrelang gekämpft hatte, endlich mal ein Leben, in dem man gleichberechtigt mit anderen wirken konnte. Aber es genügte nicht, sich zu berufen auf eine abgebrochene Revolution von 1848, die man vollenden wollte, es musste mehr. Und dieses Mehr war die entscheidende Auseinandersetzung. Nicht, dass man Nein sagte, aber man hatte zu lange im einen Teil der Arbeiterbewegung daran geglaubt, was Kautsky sagte, erstmal die Vollendung der Revolution von 1848, dann allmählich ein volles Parlament mit vollen Rechten, dann allmählich Aufbau eines Rechtsstaates und dann hinterher Marktrevolution. Noske dann Truppen zur Verfügung, die er jetzt zur Verfügung hatte, nachdem der Aufstand in Berlin zerschlagen war. Mit Gewalt, mit militärischer Gewalt, also mit alter Gewalt und mit alten Kräften, sollte das wieder zerstört werden, was neu aufkam in Bremen. Und zur gleichen Zeit wollte man, ob ausdrücklich beholen oder indirekt gelöst, doch erreichen, dass möglichst vieles von dem Alten erhalten bleibt und dem Neuen eine entspürbare Dämpfe gegeben wurde. Es waren Arbeiter, die sich dagegen gewehrt haben. Sie gewehrt haben, dass mit militärischer Gewalt eine Republik aufgelöst wurde in ihren Strukturen, die von ihnen getragen und gefordert waren. Es waren Arbeiter, die sich gewehrt haben, dass die alten Dinge wieder kommen sollten. Es waren Arbeiter, die nicht bereit waren, hinzunehmen, dass die Macht von gestern mindestens mittelbar, zum Teil unmittelbar, neue Einflussmöglichkeiten bekam. Sie kämpften und sie verloren. Verloren gegen Truppen, die gewohnt waren, zu kämpfen mit der Waffe und nicht mit dem, was eigentlich das Ziel war, mit Vernunft, mit dem Geist, mit der Hoffnung, mit der Perspektive, mit der Vision. Wir haben sie vor 90 Jahren an die Dinge gehört, 90 Jahre hinterher. Sie haben ihr Leben gelassen für eine Idee, über deren Verwirklichung man nicht streiten kann. Über den Weg ganz sicher. Über die Form ganz sicher. Nicht aber, dass endlich einmal erreicht werden sollte nach jahrzehntelangem Kampf, dass die Menschen, die arbeiteten und die Grundlagen einer Existenz des Staates bildeten und der Gesellschaft, auch ihren gerechten Anteil und den entscheidenden Anteil bekamen, um die Dinge nach vorwärts zu bringen. Viel zu lange haben Sozialdemokraten diesen Tag hier nicht entsprechend gewürdigt. Obwohl, und das muss gesagt werden, die Räterepublik getragen war von der USPD,
und von den früheren Radikalen-Linken oder den späteren Smartus-Leuten. Obwohl ein Teil der eigenen Mitgliedschaft damals ganz eindeutig für diese Position stand und nicht begreifen konnte, dass von Berlin aus Truppen in Gang gesetzt worden sind, um hier einen Versuch zuzuschlagen, der an sich in der Substanz eine eigene neue Lösung gefunden hätte. Und als man dann im Gefängnis endlich begriffen hatte, dass dieser Weg nicht geht, den Konzentrationslager geprüft hatte, wir müssen etwas Neues haben und die Hoffnung hatten, wir könnten zusammenkommen nach dem Kriege, etwas gemeinsam Neues aufzubauen, gelang es nicht, weil bei den unterschiedlichen Positionen in den damaligen Besatzungsmächten eine solche Lösung nicht da war. Und das muss man ehrlicherweise auch sagen, und weil es viel leichter war, im Vergessen im Gefängnis zu versprechen, als hinterher, wenn man wieder draußen war. Vergessen kann man nicht anordnen, es muss wachsen.